Moin Leute, Ahrensburg Alex, wie immer hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Der Weg zum Ruhm AK, deiner neuen Lieblingsserie, die zumindest von Montag bis Freitag täglich um 18 Uhr auf YouTube erscheint. In der letzten Folge haben wir leider verloren, und zwar gegen ein Team mit dem dritten Inform von Robin. Also machen wir uns nichts draus aus dieser Niederlage, wir machen jetzt einfach ein Downgrade und danach geht's voller Tatendrang weiter. Und aus dem Spiel werde ich jetzt mal Simon Zoller packen vom 1. FC Kaiserslautern und Srbitski kommt zurück ins Team. Und da wir uns so langsam aber sicher dem Sommer nähern, habe ich mal heute meine sommerliche Sonnenbrille aufgesetzt. Und natürlich bekommen unsere Spieler auch noch Sonnenbrillen, wie zum Beispiel er. Ach, ihr bekommt einfach alle eine. Und unser Trainer für heute, Jürgen Klinsmann, natürlich auch. Ist jetzt auch endlich wieder zurück nach seiner kurzen Strafe fürs Blaumachen. Das geht überhaupt nicht, Klinsi, überhaupt nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt einsatzbereit und ich würde mal sagen, holen wir uns ein Minimum 3-0-Sieg. Das heißt insofern, dass wir endlich auf ein komplettes Silberteam upgraden können. Danach kommen wir direkt auf die silbernen, glänzenden Spieler. Da könnt ihr natürlich auch gerne einiges vorschlagen an deutschen, glänzenden Spielern. Und da würde ich mal sagen, sind wir doch mal einsatzbereit. Die Gegnersuche hat heute mal nicht so lange gedauert. Wir spielen gegen Pfeffer United ein komplettes, wie heißen die nochmal? Ich habe echt gerade den Namen von dem Verein vergessen. Ah, West Ham war das. Ein komplettes West Ham United Team und es regnet. Warum regnet es? Wir sind schon so sommerlich jetzt gekleidet, aber es regnet trotzdem. Nein, da war ein bisschen sehr, sehr frei. Sehr gut, Hesel, sehr gut. Oh, das war natürlich sehr gut gemacht, wer auch immer der Rechtsverteidiger ist. Warum auch decken, wenn man den Gegner einfach laufen lassen kann? Also 1-0 für den Gegner jetzt. Ah, Body Feint. Ballrolle, Bodyfeint oder auch nicht, einfach mal so durch und da ist das 1-1, so einfach geht das. Srbitski mit dem Tor, ein kleiner Slalomlauf von Srbitski. Was ist denn immer mit, ey Beck, was ist denn mit dir los, warst im ersten Spiel echt gut, aber jetzt bist du, ja du lässt einfach den Gegner laufen die ganze Zeit. Oh, wäre der drin gewesen. Jetzt nach unten. Komm, bis zum Srbitski. Oh, bist du noch ran? Oh mein Gott. Dass sie in FIFA immer erst annehmen müssen. Dass sie nicht mal sofort schießen können. Oh mein Gott, ey, das wäre doch ein sicheres Tor gewesen. So. Jetzt, Parker. Komm. Komm, Mignon. Jetzt. Was ist denn mit diesem Mali los? Da hätte man den Ball auch bekommen können. Aber er möchte wohl nicht. Nein. Oh nein, 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 nein. Was kriegen wir denn immer für Gegentore? Diese geniale Aktion hat ihn das 2-1 gebracht. Das ist auch der Halbzeitstand. Ich freue mich total über so ein Gegentor. Ich kann quasi den Schützen nicht wechseln, weil diese Anzeige dann nicht hochkommt. So. Rücker. Ey, ey. Der ist ja schon so ein Durcheinander und ich kann das nicht ausnutzen. Komm. Ey. Schiedsrichter. So ein Pass kommt natürlich genau auf den Mann. Er rennt doch weiter. Meine Fresse. Ist das denn echt so schwer? So, jetzt. Yeah. Back auf ihn. Zurück auf den. Komm. Meine Fresse. Warum kommen die Pässe denn alle so ungenau? Ey, ein Pass ist echt zu viel verlangt aktuell. Ein Pass ist echt verdammt nochmal zu viel verlangt. Schon wieder verloren. Ich bin sprachlos mittlerweile. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich noch tun soll. Manche Spieler rennen einfach nicht und die können auch keine Pässe mehr über zwei... Nee, die können keine Pässe mehr über zwei Meter auf den Mann bringen. Was ist denn das? Das Bronze-Team war weitaus besser als das Silber-Team. So Leute, wir haben erneut verloren. Keine Ahnung, warum noch nicht mal mehr die Pässe ankommen über zwei Meter. Auf jeden Fall heißt es, dass wir wieder ein Downgrade machen müssen und Mali wird fliegen. Und damit kommt EA gerade nicht klar. Jetzt ging's, okay. Auf jeden Fall war es das jetzt mit der Folge. In der nächsten Folge kommen hoffentlich mal die Pässe an. Das wäre echt mal eine kleine Abwechslung. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen wieder um 18 Uhr. Und möglicherweise jetzt gleich im Livestream, denn ich werde heute streamen. Genau, bis gleich auf Twitch oder bis morgen ansonsten. Tschüss.